Um Tomaten zu häuten, muss ich als erstes natürlich die Tomate erstmal gründlich waschen, aber dann den Strunk herausschneiden. Und hinten kann man auch noch mal die Haut vorsichtig einritzen. Das ist nicht unbedingt nötig. Es erleichtert die Arbeit ein bisschen. Man sollte nur wirklich darauf aufpassen, hier nicht zu tief ins Fleisch reinzuschneiden, sondern nur ganz auf der Oberfläche kreuzförmig anzuritzen. Dann nehme ich mir ein ausreichend großes Gefäß, in dem ich die Tomaten dann überbrühen kann. Ich habe also schon Wasser aufgesetzt. Der andere Weg wäre natürlich auch möglich, die Tomaten auf dem Herd in das Wasser zu geben. Aber wenn ich einen großen Wasserkocher habe, kann ich dort einfach wassersprudelnd kochen und dann aus dem Wasserkocher direkt über die Tomaten geben. Wenige Sekunden reichen aus, 10 Sekunden hier im heißen Wasserbad. Und dann muss ich die Tomaten wieder herausnehmen, langsam bis 10 zählen und dann herausnehmen. Nicht zu lange im kochenden Wasser lassen, sonst wird das Fleisch zu gar. Und wir wollen ja nur die Haut ablösen. So. Ich habe die Tomaten hier in einer Schale mit Eiswasser abgeschreckt. Und wenn die Temperatur außen fühlbar heruntergegangen ist, dann kann ich die Tomaten aus dem Eiswasser nehmen und nun vorsichtig mit dem Messer hier außen die Haut abziehen. Das ist von Tomate zu Tomate unterschiedlich. Manche Tomaten lassen sich sehr einfach abziehen und bei manchen Tomaten ist die Haut sehr fest am Fleisch. Dann nützt es auch nichts, die Tomate länger im heißen Wasser zu halten. Das zerstört sie dann nur, sondern da muss man eben ein bisschen mehr Geduld aufbringen beim Pellen. Ich habe jetzt hier zwei glatt abgezogene Tomaten. Das Ergebnis ist sehr schön geworden. Das Fleisch ist so gut wie nicht verletzt. Wenn das Fleisch so ein bisschen grisselig geworden ist, weil vielleicht ein bisschen zu lange im heißen Wasser gelegen, dann einfach unter klarem Wasser einmal abspülen, abreiben und die oberste grisselige Schicht entfernen. Jetzt gibt es mehrere Wege, diese Tomate zu entkernen. Der herkömmliche Weg, dazu schneide ich die Tomate in längs Segmente. Mal so, einmal so. Diese Methode wende ich an, wenn ich das Tomatenfleisch weiterverarbeiten möchte zu zum Beispiel sehr feinen, gleichmäßigen Tomatenwürfelchen. Dann muss ich in dieser Form hier das Tomatenkerngehäuse entfernen, indem ich mit dem Messer quasi an der Innenseite der Außenschicht entlang gehe und dieses Tomatenkerngehäuse entferne. Das geht mal besser und mal ein bisschen schwieriger. Dann kann ich hier weitermachen und diese Tomatenscheiben dann weiterverarbeiten zu feinen Würfeln beispielsweise, indem ich hier Streifen schneide und diese Streifen dann wieder querschneide zu Tomatenwürfeln. Wenn ich nur grob gehacktes Tomatenfleisch brauche, dann gibt es eine etwas schnellere und vor allen Dingen fleischerhaltendere Methode, will ich mal sagen. Ich schneide einfach quer die Tomate durch und kann jetzt mit einem kleinen Löffel das Kerngehäuse hier herausheben. Muss ich hier ein bisschen Druck anwenden, um das Kerngehäuse in der Mitte der Frucht zu lösen. Upsala. So. Und habe hier nun also noch diese Zwischenwände auch erhalten und kann jetzt hier eher grob die Tomate zerkleinern. Es gibt da nicht ganz so gleichmäßige Würfel wie mit der anderen Methode, aber
für gehackte Tomatenstückchen als Garnitur ist das vollkommen ausreichend. So, noch einmal quer dazu. Gehackt. Und habe jetzt hier meine etwas groberen Tomatenstückchen. Die Methode ist etwas schneller und etwas mehr vom Fruchtfleisch bleibt erhalten.